Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute geht es ums Thema Löten. Was muss ich beim Löten beachten, damit ich eine saubere Verbindung habe, die gut hält und vor allem auch gut leitet? Dazu brauche ich mehrere Dinge. Natürlich den Lötkolben, Lötzinn, eine Abisolierzange, Seitenschneider, nach Möglichkeit eine dritte Hand, feuchter Schwamm, etwas zum Zusammenlöten, Isolierband oder Schrumpfschlauch. Ein Stück Schrumpfschlauch. Wie geht's nun los? Zunächst sollte der Lötkolben vollständig aufgewärmt sein. Ihr wartet am besten, bis er eben die Temperatur erreicht hat. Es gibt einfache Lötkolben wie diesen hier. Dann gibt es regulierbare Lötkolben, an denen kann man die Temperatur direkt am Lötkolben einstellen. Und es gibt natürlich Lötstationen. Die teure und natürlich auch die beste Variante. Hier kann man die Temperatur schön regulieren. Die Lötstation hat sehr viel Power und heizt den Lötkolben innerhalb von kürzester Zeit auf. Da dieses Video hier an Einsteiger gerichtet ist, verwende ich einfach einen ganz stinknormalen 30 Watt Lötkolben. Der reicht in der Regel für die meisten Lötvorgänge vollkommen aus. Man kann damit einfache Platinenlötaufgaben durchführen oder eben auch Kabel zusammenlöten. Zum Beispiel im Fahrzeug oder für sonstige Basteleien. Mein Lötkolben ist schon etwas älter, hat hier oben eine abgewinkelte Spitze. Dann fangen wir mal an. Wir nehmen unser Kabel. Ich schneide das jetzt einfach mal auseinander. Dann können wir das Kabel wieder zusammenlöten. So, mit der Abisolierzange. Wird einfach ein Stück abisoliert. Dann verdrille ich die Litzenenden etwas. Dadurch halten diese besser zusammen. Nun haben wir eben zwei Kabelstücke mit einer Litzenende. Wenn ihr diese Kabelstücke nachher zusammenlöten wollt, dann müsst ihr die wieder isolieren. Dazu eignet sich entweder Isolierband oder die bessere Variante, einen Schrumpfschlauch. Schrumpfschläuche gibt es in verschiedenen Varianten und Größen. Die werden nachher einfach mit Hitze geschrumpft, isolieren somit die gelötete offene Stelle. Die Länge des Schrumpfschlauchs sollte etwas länger sein wie die gelötete Stelle. Wichtig dabei ist, dass ihr diesen zuerst drüber schiebt und ein Stück weit von der Lötstelle weg. Wenn der Schrumpfschlauch warm wird, schrumpft er natürlich zusammen und ihr bekommt den nachher nicht mehr vorgeschoben. Nun nehme ich meine beiden Litzenenden, lege sie über Kreuz und drille diese zusammen. Wichtig ist dabei auch, dass keine spitzen Litzendrähte nach außen abstehen. Diese könnten nachher eventuell den Schrumpfschlauch beschädigen. Nun kommt meine dritte Hand zum Einsatz. Ich verwende heute zum Löten Lötzinn mit einem Durchmesser von 1 mm. 1 mm ist für die meisten Aufgaben perfekt geeignet, es sei denn, ihr habt irgendwie besonders dicke Kabel, die ihr zusammen löten möchtet. Mit 1 mm Lötzinn kann man außerdem auch noch Platinen löten. Beim Löten ist wichtig, zur Wärmeübertragung zwischen der zu lötenden Stelle, zwischen dem Kabel und dem Lötkolben, gebe ich immer hier einen kleinen Punkt auf den Lötkolben, dann funktioniert die Wärmeübertragung besser. Nun müsst ihr warten, bis diese Litze die Temperatur erreicht hat, dass das Lötzinn hier vollständig sich in das Kupfer reinzieht. So habt ihr eine saubere Lötverbindung. Das Lötzinn soll nicht am Lötkolben schmelzen, sondern unbedingt an dem Kupferdraht, der gelötet wird. Wenn das Lötzinn am Kupferdraht schmilzt, wisst ihr hundertprozentig, dass das Kupfer warm genug ist und das Lötzinn sich sauber in der Lötstelle verteilt. Außerdem solltet ihr, sobald ihr das Lötzinn drauf gebt, euch beeilen, das Lötzinn zu verteilen, denn im Lötzinn selber ist Flussmittel enthalten. Darauf solltet ihr auch beim Kauf von Lötzinn achten, dass ihr ein Lötzinn mit Flussmittel kauft. Es gibt auch Lötzinn ohne Flussmittel, dann müsstet ihr separat mit Flussmittel arbeiten und eben vorher die zu lötende Stelle mit Flussmittel bestreichen. Das Flussmittel sorgt dafür, dass sich das Lötzinn sauber verteilt. Um den Lötkolben zu reinigen und von Lötresten zu befreien, nimmt man einen feuchten Schwamm und fährt mit dem Lötkolben, mit der Spitze des Lötkolbens einfach drüber. Außerdem solltet ihr nach dem Löten die Spitze des Lötkolbens wieder frisch verzinnen. Dafür nehmt ihr einfach ein bisschen Lötzinn und verstreicht es auf dem Lötkolben. Dies sorgt dafür, dass eure Spitze länger hält. Ganz wichtig beim Löten gilt generell, dass ihr nicht die aufsteigenden Dämpfe einatmen solltet, da diese sehr gesundheitsgefährdend sind. Wenn ihr mit eurer Lötarbeit soweit fertig seid, geht es ans Isolieren. Dazu nehmt ihr einfach den Schrumpfschlauch, schiebt ihn über das Kabel und über die gelötete Stelle. Mit einem Feuerzeug wird nun der Schrumpfschlauch erwärmt. Dieser zieht sich zusammen und
hält dann fest am Kabel. Das ist eine besondere, saubere Art, die Lötstelle zu nachträglich zu isolieren. Mit Isolierband kann man es natürlich auch machen, wird allerdings nicht so schön. Wie ihr seht, Löten ist nicht schwierig, es gibt nur ein paar Dinge, die beachtet werden müssen. Ich wiederhole es nochmal. Lötkolben vollständig aufheizen lassen. Die Lötstelle erwärmen, um eine bessere Erwärmung zu erzielen, einen kleinen Tropfen Lötzinn vorne an die Spitze, damit die Wärmeübertragung zwischen Lötkolbenspitze und zu lötender Stelle besser funktioniert. Wenn die zu lötende Stelle vollständig erwärmt ist, schnell das Lötzinn hinzufügen, den Lötkolben wegnehmen, bevor das im Lötzinn enthaltene Flussmittel verdampft ist. So habt ihr eine richtig gute Lötverbindung. Die von mir verwendeten Materialien verlinke ich euch wie immer unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.